Also meine persönlichen Eindrücke von der Freeride-Tour dieses Jahr waren so abwechslungsreich. In Spanien haben wir ein brutales Pech gehabt mit dem Wetter. Ein starker Schneefall, 2,5 Meter Neuschnee gab es. Extreme Lawinensituation und da muss man natürlich sehr flexibel reagieren als Organisator, was der Markus ja wunderbar gemeistert hat. Und ja, so hat sich das dieses Jahr ein bisschen durchgezogen im Weißen Alles. War es ziemlich windig, aber wir hatten einen super Workshop, wo wir viel gelernt haben beim Fotocontest und haben noch schöne Lines fahren können. In Splügen beim Bivakieren war natürlich auch ein einmalig besonderes Erlebnis. 4,5 Stunden eine Schneehöhle basteln oder schaufeln macht man nicht alle Tage. Ich kann nicht. Was soll ich denn noch erzählen?